und Herren, erstmal mit einer schrillen Alten. Ich darf das deshalb sagen, weil sie sich selbst so bezeichnet. Sie ist tatsächlich 70 Jahre alt geworden. Und ja. Oh Gott, ich kann es mir gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Sie auch nicht. Und Sie zu Hause sich sicher auch nicht. Aber das einzig Entscheidende ist doch, dass sie heute bei uns ist. Mary Rose. Vielen Dank. Ich frage mich allerdings, warum ich mich habe schminken lassen, weil das ist ja wieder alles jetzt gerade wieder alles runtergelaufen. Läuft alles runter? Ja. Halt die, einfach die Hände so ein bisschen an die Backe. So, oh. Und so. Nee, kannst du alles gleichzeitig noch nach hinten schieben und nach oben drücken? Ja, das geht nicht mehr. Musst du das auch nicht. So, wir standen gerade hinter der Bühne und haben dich beobachtet und haben gesagt, was für eine tolle Frau. Fühlst du dich, du siehst aus, als wärst du auf der Höhe deiner Zeit. Also ich bin in einer sehr glücklichen Zeit, muss ich sagen. Ich meine, wann war eine Frau mit 70 jemals so jung? Ja. Wie heute? Ja. Und das ist doch ein Geschenk. Und jeder sagt so, ach, jetzt ist es doch schon der 70. Ne? Ich sage, ja, manche Leute werden nicht mal so alt. Also ich freue mich darauf, 70 zu sein. Ich weiß, was ich nicht mehr will. Das ist ja eine Menge. Mhm. Weil früher habe ich, ja, das ist ganz viel, dass man weiß, was man auf keinen Fall mehr möchte. Mhm. Und das hat bei mir ungefähr so 30 Jahre gedauert, bis ich das wusste. Was möchtest du auf keinen Fall mehr, zum Beispiel? Ich möchte auf keinen Fall mehr Kleider mit so Spaghetti-Trägern tragen und so machen. Aber wir und ich fand es ganz schön. Ich bin jetzt kritisiert worden auf meiner Seite und zwar sagte eine Frau: Aber Sie sind doch alt. Sie dürfen doch nicht so kurze Kleider tragen. Habe ich nur geschrieben: Doch. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, wie die aussieht. Und dann habe ich gedacht, ach so. Ach so. Gut, ja. Es darf also ich finde, wenn man etwas hat, was schön ist, ob das die Beine sind oder die Augen oder irgendwas, muss man doch zeigen, egal ob man 60 oder 70 oder 100 ist. Ja. Und weißt du was? Ich habe noch nie so viel gelacht wie jetzt in dieser Zeit. Ich lache über mich, ich lache über andere, ich lache generell ganz viel. Ich bin da im Moment mit meinem Bühnenprogramm unterwegs und dann merke ich richtig, wie ich manchmal so aus mir raustrete und sage, was machst du da eigentlich jetzt gerade? Ja? Ich sage zum Beispiel Lieder an, die noch gar nicht dran sind. Und wenn sie dann dran sind, sage ich, das habe ich Ihnen ja schon erzählt, muss ich ja jetzt nicht mehr machen. Und früher hätte ich mich geniert. Ja. Ich wäre in den Boden versunken und hätte gedacht, oh Gott, jetzt denken die ja alle, du bist ja wirklich die Allerletzte. Und heute sage ich, schön, dass sowas passiert. Mhm. Auch wenn es knallt, wenn irgendwas runterfällt oder so. Ist schön, herrlich. Ja, also auch. Muss jetzt nicht sein. Da bist du bei uns genau richtig. Es kann jederzeit alles passieren. Dass du gerne lachst, haben wir tatsächlich, dafür haben wir Beweismaterial. Denn es ist uns ein lustiges Video aus dem Zug zugespielt worden, wo du in besonders guter Verfassung warst. Wir gucken einmal kurz rein. Guck mal, also, hier. Ja, hier läuft. Oh, nein. Ja, wenn alle so gut drauf sind, hier haben wir ja gar nichts. Ich wiege hier. Ja, wir sind das wie verrückt. Also, wir haben uns getroffen. Was ist denn da passiert? Das war so schön. Also, ich bin in einen Zug gestiegen und dachte, Abteil, ach du lieber Gott, jetzt hast du wieder 5 Leute von dir, die überall hingucken, nur nicht sich unterhalten oder so oder betreten, weggucken. Und wir haben angefangen, uns Geschichten zu erzählen. Und es war so lustig, dass dieser Schaffner kam, Frank heißt der, wir stehen übrigens noch in Verbindung. Okay. Der kam dann mit so einer Flasche, wie heißt das? Kümmerling. Nein, Rotkäppchen. Und hat uns als das lustigste Abteil gekürt. Ja, und der sieht einiges, würde ich jetzt der mal sagen. Der sieht einiges, aber ich muss dazu sagen, ich bin dann in Hamburg ausgestiegen, die anderen sind nach Westerland weitergefahren. Und wir haben uns alle in Westerland noch mal getroffen. Das ist nicht dein Ernst. Ich schwör's dir. Und den Herrn Frank, der kommt aus Hamburg, den werde ich hoffentlich auch bald wiedersehen. Ich hoffe, er guckt zu. Ja, wir grüßen ihn an dieser Stelle ganz herzlich. Wir fanden es so lustig, dass du uns eine Inspiration warst. Und wir haben uns gedacht, wir stellen vielleicht einfach diese ganze Szene noch mal nach. Und, aber ich finde, im Zug kann man überhaupt ganz viele lustige Das stimmt. Und jetzt, also, wir können doch jetzt ein bisschen Zug spielen. Guck mal, hier kommt gleich ein Schaffner. Wo ist er denn? Da
Schau dich mal um, was wir gemacht haben. Nein! Nein! Das ist er, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Wissenschaftler der Welt, genau mit seiner Frau und Petra Ohmale, gemeinsam Leute. Der netteste Schaffner. Oh, herzlich willkommen, Sie dürfen Platz nehmen. Das ist der netteste Schaffner in ganz Deutschland. Wirklich wahr. Also wenn Sie mal Probleme haben, okay, gehen Sie zu Frank. Sie sich anfragen, erklären das. Ja. Jetzt vielleicht ganz kurz meine Frage an Sie. Was haben Sie sich gedacht, als Mary Rose ins Abteil eingestiegen ist? Wir sind eigentlich zu ihr ins Abteil gestiegen. Ja. Wir hatten keine reservierten Plätze. Ja, weil die anderen alle schon ausgestiegen sind bei der letzten Station. Deswegen waren wir da. Dann kamen wir rein und ich sah sie dann und ich habe sie dann erkannt. Und dann, ich weiß nicht, ich war an dem Tag besonders gut drauf. Das stimmt. Und dann hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Was besonders schön war, wir haben unsere Herzen so füreinander geöffnet. Ich kann das eigentlich kaum beschreiben. Das war eine ganz besondere Situation. Wir haben nicht nur Spaß gehabt. Wir haben uns über das Leben erzählt. Wir haben wirklich Anteil an dem anderen genommen. Über Hämorrhoiden? Ja, das war einfach wunderschön. So etwas, was man nicht versucht. Kommt das vor, dass so eine lustige Truppe in den Zug einsteigt und wirklich für Stimmung sorgt? Naja, es kommt schon mal vor, dass lustige Truppen einsteigen. Ob die dann immer wirklich lustig sind, ist die zweite Frage dabei. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Und für uns als Zugbegleiter ist es natürlich immer spannend und interessant zu sehen, wenn Menschen längere Zeit zusammen reisen, was entwickelt sich da? Da entwickeln sich ja manchmal Dramen, manchmal Komödien, manchmal ganz andere Dinge. Man muss ja nicht über alles reden. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Später vielleicht. Nein, aber hier war es einfach so, dass sich tolle Gespräche entwickelt haben, in die wir dann auch involviert wurden. Und dann war eine gute Stimmung an Bord. Und vorher war die Stimmung nicht ganz so gut, weil es war wohl irgendwie ein Zug zu spät oder so. Und dann hatten wir Gäste an Bord. Es kommt vor. Ja, kommt sehr oft vor. Es kommt vor. Das habt ihr rausgerissen. Gelegentlich mal, aber ja. Sehr gut. Warst du an diesem Tag. Und, aber gut, das war halt Glückes Zufall. Nicht? Es sollte auch so sein. Und so haben sich alle Reisenden in diesem Abteil gefunden. Und wir durften Teil des Ganzen sein. Und ich freue mich wahnsinnig. Wunderbar. Ja, also, schön. Ich freue mich auch. Super Überraschung. Toll, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie dürfen natürlich den ganzen Abend hier sitzen. Ihr habt ja dann nach der Sendung noch genug Zeit, euer Treffen fortzusetzen. Das ist toll. Ist das schön. Vielen Dank fürs Dasein. Du bist beliebt. Alle lieben dich. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, egal mit wem man spricht. Viele sagen, oh, mit der würde ich gerne mal einen Abend verbringen. Das ist sicher lustig. Und wir haben mal ein paar Kollegen eingefangen, die sich zu dir geäußert haben. Guck mal. Ja. Was nett ist. Unbeschreiblich, wie dieses junge Geschöpf damals das Ding gewuppt hat sozusagen und bis heute das immer noch hervorragend drüber schleudert. Also Kompliment, Mary Rose. Mary Rose ist eine sehr charismatische Frau, die eine große Ausstrahlung hat, die immerhin 60 Jahre immer wieder präsent war, wenn es um Musik ging. Sie sprüht, die hat Energie, die sprudelt und das muss raus. Erstens mal ist Mary Rose eine unfassbar gute Sängerin mit sehr viel Ausstrahlung. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen geblieben und das ist echt total liebenswert an ihr. Doch nun sagst du, sing noch mal dieses Lied, das uns beide vereint. Sing die Glücksmelodie, glaub es wird schon unser Leben zu sein. Dass ich schon ganz viele Talkshows gemacht habe, natürlich in diesen ganzen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ich habe mich so gefreut, heute Abend hier zu sein bei diesen wunderbaren Menschen. Und jetzt kommt ihr noch dazu natürlich. Also ich bin wie so ein kleines Kind, so wie so ein Groupie sitze ich hier und freue mich über Bastian und über Robert und über alle, die da sind. Und Mozi, du siehst so schön aus. Wirklich, du bist so eine schöne Mozi. Und zwar auch hier.
Du warst letztens bei Florian Silbereisen und hast ja deine Lieder gesungen. Es war ganz interessant. Du hast gerade eben gesagt, hinter der Bühne zu mir, dass du manchmal 30 Jahre haben die Lieder gebraucht, bis sie eigentlich Kult wurden. Ja, das Problem war bei mir, dass ich immer Lieder gesungen habe, die überhaupt selten erfolgreich waren. Ja. Das spricht, eigentlich für mich, weil jetzt werden sie alle, kommen alle Lieder wieder raus und die sagen, oh, das war aber ein tolles Lied. Zum Beispiel du singst ja auch ein Lied, was ich mitgebracht habe aus Brasilien. Pinocchio. In deiner neuen Show hast du mir erzählt. Ja, natürlich. Genau, und das war damals, haben die gesagt, was macht sie denn jetzt? Ne? Und das aber du hast doch viele Hits gehabt. Ja, also nicht so viele wie andere, das muss ich mal ehrlich sagen, es ist so. Ja, schau mich nicht so böse an. Nein, das ist so. Nein, ich finde es ganz schön, dadurch habe ich mich vielleicht auch länger gehalten, glaube ich. Weil wenn man Sachen macht, die vielleicht nicht so Mainstream sind, hat man vielleicht die Chance, noch viele andere Sachen zu machen. Und mich haben sie immer bestimmt und haben gesagt, ja, du kannst doch jetzt nicht Theater spielen und das auch noch in Frankreich und so, du bist doch Schlagersängerin. Ich habe gesagt, ich bin das ja auch, das ist ja auch alles gut und schön, aber ich möchte auch lernen, ich möchte auch viele Sachen ausprobieren. Ich habe zum Beispiel ein Musical gespielt, die Hauptrolle selbstverständlich in Frankreich. Ich konnte nicht ein Wort Französisch. Ja? Aber ist ja egal, ne? Man kann es ja mal probieren. Es gibt auch in Deutschland sehr viele Musicaldarsteller, sie sprechen gar, verstehen nicht, worüber sie sprechen. Die singen ganz toll. Ach so, aber nur nach Lauten. Du ein bisschen Liebe. Wir zwei zusammen für immer. So haben wir uns kennengelernt damals. Ganz genau. Und es war ein Riesenerfolg. In 30 Jahren ist es ein Erfolg. Du hast bei Silbereisen letztens aber deinen großen Hit, das war nun wirklich ein Hit, Aufrecht gehen gesungen. Und da gucken wir mal ganz kurz in den Auftritt rein. Weil es war in der Presse und du hast, glaube ich, auch was dazu gesagt. Ich glaube, einen Tag vorher ist dein Bruder gestorben und du hast trotzdem diesen Auftritt gemacht. Du hättest auch absagen können, aber du hast es gemacht. Warum hast du es gemacht? Ich habe mir das lange überlegt, weil ich finde es auch nicht so prickelnd, wenn man immer dann so heult vor der Kamera. Ne? Das wollte ich auch nicht. Aber mein Bruder war ein großer Musikliebhaber und er hat auch Lieder für mich geschrieben. Und ich wusste einfach, dass er das wollte, dass ich das mache. Und das habe ich wirklich speziell dann auch in Gedanken an ihn gemacht, weil es ist ja, ja, ich müsste dann zu weit ausholen und das möchte ich nicht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man Rückgrat hat und dass man durchs Leben geht mit Rückgrat und dass man auch sagt, Dinge sagt, die vielleicht nicht so populär sind. Und das wird immer schwieriger heutzutage. Und das finde ich wichtig. Und aufrecht zu gehen ist einfach was ganz Wichtiges. Eine wichtige Botschaft. Ja. Und die wolltest du rüberbringen und das ist geglückt. Wir haben so viele Leute, die dir gratulieren wollen, weil wir natürlich dich auch ein bisschen hochleben lassen wollen. Und da fehlt natürlich, darf einer nicht fehlen, mit dem du, glaube ich, die letzten Jahre verbracht hast, das kann man sagen. Ja. Mit dem du Tag ein, Tag auf Bühnen standst. Ich glaube, ihr habt 170 Auftritte fast gemacht. Fast 180 jetzt, und ja. Insgesamt 100.000 Leute haben euer Programm gesehen. Über 100.000 Leute. 100.000. Ja, und wir haben das erste Mal dieses Programm hier vorgestellt. Und ich sehe noch diese entsetzten Gesichter. Ja, weil wie wir den Text von dem Titel. Stück heißt Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Da konnte man so richtig merken, wie so alles so zusammengezogen. Ja. Und ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukam. Also, ja. Also man kann sagen, ihr habt frische Erdbeeren eigentlich im NDR-Fernsehen erst salonfähig gemacht. Frische Erdbeeren ist dadurch sehr populär geworden. Aber wenn man sich überlegt, dass ich wirklich nicht wusste, was da an Gemeinheiten und Grobheiten auf einen zukommt und mit wie viel Freude ich das jeden Abend mache. Ja? Also es gibt natürlich so ein Skelett, wo man so sagt, okay, da kann man jetzt ein bisschen abweichen und da kann man was erzählen und so, aber es ist eigentlich sehr spontan alles und das ist wunderbar. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, mit wem du es zusammen machst. Ja, mit Wolfgang Trepper. Wissen natürlich unsere Zuschauer schon lang und auch der will dir gratulieren. Ach, und sich bedanken. Ach, da ist er mal nett. Mhm. 2017 war das Lutherjahr, 500 Jahre. 2018 ist Heino 80 geworden und 2019 ist er Mary-Jahr. Eine Kombination aus beiden. Ich konnte dir Gott sei Dank schon selber persönlich zum Geburtstag gratulieren, aber möchte das natürlich nochmal wiederholen. Vor allen Dingen, weil es einfach ganz wunderbar ist, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Ich habe so viel von dir lernen können und es ist wirklich jedes Mal ein Fest. Es macht mir unglaublichen Spaß und mich hat selten ein anderer Mensch so beeindruckt wie du mit deiner Herzlichkeit, deiner Wärme und deinem Können. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Grüße an Hubertus
und Barbara und die ganzen anderen, die da rumsitzen. Tschüss, mein Mary. Vielen Dank, Wolfgang Klepper. Aber wir sind schon am Ende, deswegen wünschen wir dir alles Gute, ganz Danke. Viel Glück und vor allem natürlich viel Erfolg bei deiner Solotournee. Du bist gerade unterwegs, aber ja, das läuft ja eh. Ja, das hoffe ich doch. In Stade, da klemmt es noch ein bisschen. Da könnte man noch in Stade klemmt. Das wäre der Titel des neuen Programms. Es klemmt in Stade. Es klemmt in Stade. Also, ja, also zeigt die Zeit, also die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sich Stade möglichst schnell entklemmt. Wir bedanken uns, dass du hier bei uns bist, Mary Rost. Herzlich willkommen.